Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Long Dark. Wir hören schon den ersten Wolf. Wir sind hier vorhin aus dem Staudamm raus. Und werden uns jetzt hier noch einmal ein bisschen umsehen, denn hier gibt es auch noch einiges zu finden. Und hier gibt es natürlich auch einen Wolf. Und ich hoffe, dass der uns nicht so angreift wie der letzte im Staudamm. Da hatten wir ja so einen schönen Bug gehabt, dass wir alles gemacht hatten. Unten konnten aber nicht raus. Ja, und die ganzen Sachen waren weg. Ne? Gut, dass der Safe schon nicht kaputt gegangen wäre. Dann wäre ich aber tierisch wütend gewesen. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Habe ich jetzt hier auch alles gesehen, oder? Ich meine doch, hier hatten wir jetzt alles nachgeguckt, ne? Hier waren wir überall. Ich meine doch. Ja, da ist nichts mehr. Dann gehen wir mal runter zum Staudamm. Wie viel Tageslicht haben wir noch? 8 Stunden. Das sollte eigentlich, um das hier, wenn der Gegenwind nicht wäre, zum Erforschen reichen. Ich bräuchte mal schon mal eine Fackel, weil bei dem Wolf da unten, ich möchte nicht nochmal angegriffen werden. Oh, dieser blöde Gegenwind. Und das auch nochmal bergab und bin trotzdem so langsam. Hier müssen wir aufpassen. Ja, doch, geht. So, wo ist denn unser Wolf? Sehen tue ich ihn jetzt nicht gerade. So, da ist ein Karnickel. Ich denke mal, das hat er gerade gerissen. Er hat aber auch bestimmt nichts dran gelassen. Wir suchen ihn mal. Also sind wir ihn dann auch los, wenn wir ihn nämlich... Ich habe ihn gehört. Aber ich sehe ihn nicht. Da sind Bartflechten. Ein paar Hagebutten. Der ist hier irgendwo. Direkt in der Nähe. Da ist er doch. Du machst das nicht mit mir, was dein Kollege mit mir gemacht hat. So. Ich werde erstmal noch die Bartflechte mitnehmen. Irgendwo war da noch einer, genau da. Den werden wir jetzt auch sofort zerlegen und mitnehmen. Ich hoffe mir, dass das Wetter nicht schlechter wird, weil der friert mir nämlich hier dann fest. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Bitte lass das Wetter nicht schlecht werden. Bitte, 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 bitte. Okay, das Wetter ist gut. Dann haben wir auch nachher was zu essen. Da kommen wir noch sicher. Karnickel gerissen. Hoffentlich ist da noch was dran. Zumindest. Ah. Ich hätte gerne Fell gehabt. Jetzt dürfen wir eigentlich, ohne gestört zu werden, uns hier umgucken können. Dann müssen wir erstmal da oben hin. Da liegt auch was. Also ein bisschen was kann man ja hier erforschen. Von hier aus kommt man auch durch eine Höhle zum idyllischen Tal. Da gehen wir natürlich nicht hin.
Weil ihr wisst ja, ich hasse das idyllische Tal. Aber irgendwann gehen wir natürlich auch dahin, falls wir da so weit kommen werden. Dann kann ich direkt meinen Sarg mitnehmen, weil dann werde ich da sowieso verenden. Aber jetzt sind wir erstmal am Rätselsee angekommen. Und da bleiben wir auch erstmal eine längere Zeit. Wie viel Gewicht habe ich? 41 schon. Na gut, dann werden wir wohl zweimal laufen müssen, um das alles da aus dem Stauder mitzunehmen. Wir werden jetzt nachher was zu essen machen, was zu trinken. Und dann müssen wir die Sachen später mitnehmen. Ja, das ist der Plan. So, ja. Ach guck mal, das ist ja super. Na, komme ich da dran? Ja. Ich brauche nämlich nur das Fell. Das nehme ich natürlich dankend mit. So, komme ich jetzt hier irgendwie runter, ohne dass ich mir den Hals breche? Ja doch, hier geht's. Ich könnte ja eigentlich ein bisschen was liegen lassen, ne? Wie das zum Beispiel, das und das. Dann bin ich nämlich erstmal ein bisschen schneller unterwegs. Weil da müssen wir eh wieder rauf. Um zurückzukommen, also sammeln wir das dann nachher ein. Da hinten läuft noch ein Karnickel rum. Weiß nicht, ob wir hier raufkommen. Ich guck mal. Ne, hier kommen wir nicht rauf. Oder? Ah, doch. Aber da werden wir nicht raufkommen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Gedacht, da könnte man dann den Weg so ein bisschen abkürzen, aber das ist wohl nicht der Fall. So viele Karnickel. Aber da kommt man hoch. Da liegt noch was. Da sind noch Bartflechten, die habe ich gesucht. Und ich meine, ich hätte doch hier noch welche gesehen. Das ist doch eine Höhle. Oh, ein Messer. Messer ist immer gut. Ich gehe aber vorher mal in die Höhle, bevor wir den durchsuchen. Da ist noch eine Box. Das lasse ich mal hier liegen, die Zeitung. Die Dosen nehme ich mit. Das Buch kann da bleiben. Oh, ich muss was. Ach ja, ich muss was trinken. Ach guck mal, wir haben jetzt jede Menge Dosen dabei. Da machen wir uns mal direkt ein bisschen leichter. Direkt die Pfirsich hin und her.
So, durstig und hungrig sind wir noch. Gucken, was habe ich denn sonst noch dabei? Hier den Riegel, den können wir noch eben essen. Sind auch nochmal 500 Kalorien. Die Dose, die verwahre ich mir mal, weil was da drin wird, wird ja nicht schlecht. Dann trinken wir noch was und dann sollten wir das jetzt haben. Ja, so sind wir erstmal versorgt. Gut, gut. So, was hast du denn noch Schönes dabei? Gar nichts. Der Rucksack ist auch brechend voll. So, jetzt gehen wir nochmal da hoch. Da sind noch Pilze. Die nehme ich natürlich dankend an mich. Weil hier auf der Karte gibt es sogar irgendwo einen Bunker. Ach, da sind noch Schösslinge links in der Ecke, habe ich gerade gesehen. Vielleicht finden wir ja auch den Bunker, weil es gibt ja auch einen Bunker in der Map. Schösslinge. Sehr gut. Klasse. Und noch mehr Pilze. Also hier kann man einiges finden am Staudamm. Gucken, ob hier noch irgendwo Bartflechten dran sind. Nein. Pilze hatten wir da alle weg. Da sind noch welche. So, die Schösslinge haben wir. Was liegt denn hier noch? Pfirsiche, Streichhölzer, Tannenholz. Brauche ich aber eigentlich. Doch, wir wollten nur noch Wasser machen, ne? Und was zu essen braten, dann nehmen wir das mal mit. Komme ich eigentlich hier runter? Dann brauchen wir nicht so einen langen Weg laufen. Ich guck mal. Aber runter kommt man ja immer, ne? Auf die eine oder andere Weise. Also hier scheint aber auch nichts zu sein. Ne, da hatten wir ja noch die Hagebutten mitgenommen. Haben wir den alle abgemacht oder? Ja, haben wir. Ne, da sind noch welche. Da kam ja auch der Wolf auf uns zu, genau. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Gehen wir da hinten noch weiter gucken? Was haben wir denn an Tageslicht? 3 Stunden, das ist eigentlich zu wenig. Habe ich den Schlafsack mitgenommen? Ja, ich habe den mit. Das heißt, wir können... Oh, oh, mein Bogen ist fast kaputt. Weil da hinten... Ja, die Höhle, die ist, glaube ich, nur fürs idyllische Tal. Weil eigentlich kann uns ja hier nichts mehr passieren. Den Wolf gibt es ja hier nicht. Den haben wir gerade erstmal schlafen gelegt. Habe ich noch was, was ich ablegen kann? Das Tannenholz kann ich noch ablegen. Das lege ich mal kurz hier mit auf den Weg. Dann ist das nicht mehr ganz so schwer. So, das kann weg. Die Schösslinge lege ich auch mal kurz ab. Zeitung. Das ist Blödsinn, die abzulegen. So schwer sind die nicht. Die Pilze sind recht schwer, ne? Und die doch. Und das legen wir auch mal ab. Das ist alles recht schwer. Sicher ist erst. Das Fleisch behalte ich im Inventar. Genauso wie das Essen. Was sieht's denn hier mit Klamotten? Ne, da kann ich auch nichts ablegen. Okay. Auf jeden Fall sind wir schon leichter. Das nehmen wir näher auf dem Rückweg wieder mit. Boah, was wir alles mitnehmen müssen. Sag ja, wir müssen mindestens noch ein bis vielleicht sogar zweimal zum Staudamm zurückkehren. Um das alles hier mitzunehmen.
Aber ich will unbedingt nochmal woanders gucken gehen. Bei 3 Stunden Tageslicht sollten wir das machen. +10 Grad plus, also ist kein Problem. Ich hoffe nur, dass das Tageslicht reicht, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal geradeaus. Weil rechts kommen wir, glaube ich, woanders hin. Ja, geradeaus hat sich soeben erledigt. Also ich weiß, dass es hier eine Höhle gibt, wo man zum idyllischen Tal kommt. Das ist mir wohl bekannt. Ich weiß aber nicht, ob man noch was anderes hier findet. Deshalb bin ich jetzt gerade einmal erstmal am Gucken. Weil hier müssen wir nachher auch wieder zurückgehen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, links oder rechts? Wir gehen erstmal links. Zedernholz, das nehmen wir mal kurz mit. Hier ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir nach rechts. Geht ja nicht anders. Sind noch 3 Stunden, das ist gut. Ich weiß nicht, ob hier noch was war. So, da war die Höhle. Die müsste zum idyllischen Tal führen. Nur ich weiß nicht, ob hier hinten noch was ist. Wir gehen einfach mal weiter, mal gucken, was passiert. Oder ob das da gleich zu Ende ist. Ja, das ist hier zu Ende. Okay, in die Höhle brauchen wir nicht reingehen. Wir können natürlich gucken gehen, ob da was drin ist. Und wir was finden. Das könnten wir natürlich tun. Und zur Not können wir da auch schlafen. Dann gehen wir nämlich beim Hellen wieder zurück. Das ist wohl der bessere Plan. Oh, guck mal, sind noch Hagebutten. Die nehmen wir natürlich sofort mit. Ja, dann gehen wir da mal rein. Aber nicht komplett raus. Da war ich nur einmal drin, also keine Ahnung, ob wir hier was finden. Gewundenen Fluss verlassen. Naja, schauen wir mal. Das Gewehr bin ich nicht mit und ich habe doch vielleicht höchstens noch einen Schuss mit dem Bogen. Ach, guck mal an, was da liegt. Das ist genau das Richtige für den Rückweg. Das lassen wir mal schön da liegen. Ach Gottchen, hier geht es auch noch in verschiedene Richtungen. Oh. Ich mache jetzt mal... Ja gut, das sollte man ja eigentlich sehen, da ist der Hirsch. Komm, wir gehen erstmal nach rechts. Ist egal.
Echt jetzt? So viel Abzweigung? Och Leute. Das finde ich nicht lustig, sowas. Oh, da liegt eine Flair. Hier liegt sogar Kohle. Da kann man hier sogar Kohle sammeln. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich könnte natürlich... einfach mal ein bisschen was mitnehmen, ne? Aber die drei Stücke, das lohnt sich ja eigentlich nicht. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Weil ich wüsste nicht, wo man... ach, guck mal an, was alles liegt. Ich wüsste nicht, wo man sonst hier noch was sammeln könnte. Das Altholz nehme ich jetzt nicht mit, das lassen wir hier liegen. Guck mal, hier haben wir noch was. Oh, noch ein Schlafsack. 85% und meiner? 83, naja, das bisschen macht die Sache jetzt auch nicht fett. Den werde ich aber nicht mitnehmen, den lasse ich da. 41 Kilo, der wiegt ja glaube ich nur 1 Kilo, ne? Der wiegt ja nur 1 Kilo. Ist auch kein Problem. Ach guck mal, die ist sogar 92. Und dann ziehen wir die an. Da geht das sogar hoch. Ich glaube, das Licht kann ich mir im Moment sparen. Und er quält sich den Berg hinauf. Ach, da ist sogar noch eine Brücke. 2 Stunden Tageslicht. Ja, ja. Wo geht's denn da hin? Kohle. Ja, aber das Kohlesammeln lohnt sich hier anscheinend nicht so. Wie in der Küstenstraße. Da hat sich das ja wenigstens gelohnt, wenn du da in die Mine gegangen bist, um da Kohle einzusammeln. Hier rentiert sich das anscheinend nicht, den Weg näher zu machen. Schwer zu sagen. Tut man zumindest aber dann kein Beil abnutzen. Weiß es nicht, geht das jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Geht zumindest immer gleich rauf. Also wenn man bestimmt gleich Richtung idyllischen Tal sein. Weil da geht's raus. Wir gucken mal, wo wir jetzt hinkommen. Idyllisches Tal, sag ich doch. Und tschüss. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Für kein Geld der Welt gehe ich da rein. Idyllische Tal. Todestal. Tal des Todes. Das ist das richtige Wort. Ich spare mal so ein bisschen Lampenöl. So, jetzt gehen wir mal da geradeaus und mal gucken, wo wir da auskommen. Warte mal, wir können mal gucken, ob da unten noch was drunter liegt. Und da habe ich das schon getan. Ach, das habe ich schon getan. Da liegt das Altholz. Dann gehst du wohl darauf. Und von da sind wir gerade gekommen, ne? Ja, dann müssen wir jetzt da runter gehen.
Das ist bestimmt der andere Gang. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich nehme einfach mal die Kohle mit. Ach ne, guck mal, hier ist eine Sackgasse. Aber hier ist Kohle. Und zwar nicht gerade wenig. Dann lohnt sich das ja eigentlich fast doch, zwischendurch mal so einen Abstecher hinzumachen. Wie viel habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich habe ja nicht alles mitgenommen, aber so ein bisschen. 9 Stück, ja gut, das ist immerhin für 9 Stunden garen. Da kann man sich eigentlich nicht beklagen. 44 Kilo. Dann müssen wir gleich noch den von dem Reh, oder von dem Hirsch besser gesagt, an das Fell mitnehmen. Das wiegt auch noch was. Daneben unten am Staudamm liegt noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen müssen. Da kommen wir bestimmt locker auf 50 Kilo. Jetzt können wir das Licht ausmachen. Ich glaube, die brauchen wir auch jetzt nicht mehr. Ja, das ist die andere Ecke. Na nö. Dann müsste da der Hirsch... Da der Hirsch liegen, genau. So, es wird dunkel. Ja, weniger als eine Stunde. Den werden wir jetzt hier noch zerlegen. Zumindest... Haut und Darm. Das Fleisch werde ich nicht mitnehmen. So, ich sehe noch. Sehe ich noch was? Eigentlich nicht. Ich glaube, die Richtung ist richtig. Rausgehen möchte ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wann der Ausgang kommt. Da, da ist Höhle verlassen, okay. Dann werden wir jetzt hier den Schlafsack hinlegen. So. Was sollte das denn jetzt? Habe ich ihn jetzt noch im Inventar? Ich hoffe es ja. Ich habe ihn noch im Inventar. Okay, dann probieren wir es jetzt mal hier nochmal. Gut. Dann schlafen wir jetzt hier. Ich muss was trinken vorher. Bauen wir mal unsere Kalorien so ein bisschen auf. Brauche ich die ganzen Dosen nämlich nicht mitschleppen. So, reicht das oder muss ich noch was trinken? Ne, das reicht. 600 Kalorien passen rein. Essen wir die noch eben. So, jetzt können wir locker 11 Stunden schlafen. So. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter und gehen wieder zurück und hoffen, dass wir nicht so oft laufen müssen, um das alles mitzunehmen. Bis dann, meine Freunde, bei einer neuen Folge von The Long Dark. Ciao.